zukunftsweisend. Grundsätzlich, was heute jetzt einfach die Situation vor diesem Spiel und mit dem Gegner Frankreich, dass wir natürlich ein paar Wechsel vornehmen, auch andere Spieler eben auch die Möglichkeit bekommen und mal Raum eben auch mal von Anfang an zu spielen. Ich habe nach wie vor immer gesagt, dazu stehe ich auch, dass man schon eine Achse grundsätzlich mal braucht. Wir haben noch 3 oder 4 Spieler, die jetzt vom Weltmeister sind. Und die haben das Spielen und das Fußball nicht von heute auf morgen so einfach jetzt verlernt und können das nicht mehr. Eine schwierige Phase, aber ich bin auch der vollen Überzeugung, man braucht immer, wenn man irgendwie dauerhaft erfolgreich sein will, oder gerade auch bei einem Turnier, braucht man schon eine gute Mischung zwischen Erfahrung und ganz jungen Spielern. Das ist dann schon auch wichtig in Momenten, wo es dann wirklich auch um sehr viel geht. Also von daher, klar, man muss jetzt sehen, Thomas Müller hat denn nach wie vor seine Qualitäten bei uns zuletzt vielleicht nicht so gezeigt, aber er ist schon ein Antreiber. Er ist schon einer, der im Training andere mitzieht und Gas gibt, vorangeht. Er ist schon auch einer, der spricht, der mit jungen Spielern spricht und der immer antreibt. Und von daher Thomas natürlich nach wie vor wichtig, absolut. La question, c'était par rapport à l'axe qui jouait aussi lors de la Coupe du Monde. Aujourd'hui, il y avait seulement de cet axe Thomas Müller sur le banc. Est-ce que vous pouvez nous donner la raison pour cela? Est-ce que c'était seulement pour ce match-là ou...